keine Fackeln dabei. Ich kann welche machen. Oh, ich kann eine machen. Hast du noch Fackeln? Ja. Dann mach mal bitte ein paar Fackeln in den Raum rein, dass man was sieht. Wenn ich hier rumfliegen könnte, dann ja. So, die nächste Reihe mache ich hier hin, dass man ein bisschen Platz hat mit dem Hook. Oder Abstand passt so, gell? Jo. Komm noch gut mit dem Hook. Ich hab dir mal erzählt, wie es geht, gell? Was meinst du? Bisschen hochziehen lassen und in Richtung springen, damit du schneller wirst. So, und dann mache ich unten nochmal eine dritte und dann sollte es eigentlich passen. Ja. Hier. Dann den Rand noch ein bisschen glatt machen, dass man nicht hängen bleibt. Dann passt es eigentlich. Ich sehe keine zwei Herzen beieinander. Nice. Nice. Du hast 230, gell? Was habe ich? Leben. 340. Dann nimm die Herzen. Nee, keine so Herzen. Herzen zum Aufschreiben. Ja, hier sind auch oft mal Herzen drin. Ach, das meinst du, ja. Jetzt weiß ich, was du meinst. Stimmt. Oh, genau mit der Spitzaxt, die ich dir gegeben habe, kannst du das auch abbauen. Sieht dann zwar ein bisschen kastenförmig aus, aber was soll's. Ja, lieber so als anders. Ja. Ah, ich hab's hier, ich bin ach, du baust die auch ab, okay. Ja. Dann der andere Rand. Aber, Alter, was das Amazon mit denen macht. Okay, gut, ich habe auch eine Rüstung an, die den Schaden von dem Ding verstärkt. Ich kann die Fibel Claws anziehen. Ja. Ich mach hier oben mal zu, wo wir gekommen sind. Ja. Damit da nicht in die Viecher nachkommen. Auch wenn die direkt umfallen, muss das nicht sein. Hast du euch mitbekommen? Am Wochenende war Dark Souls 3 Stresstest. Ach so. Ja, aber halt nur PlayStation 4. Ja, okay. Mein Bruder hat ja meine PlayStation 4 zerstört, ne? Ja, da konnte man von Freitag bis Sonntag immer von um... Wie lange war der Stresstest? Von um 7 bis um 11 Uhr deutsche Zeit. Nice. Konnte man zocken. Ah, das Level, was auch auf der Gamescom war. Ah, okay. Und ich habe gesehen, ich war gar nicht so weit von dem Boss weg. Ja, du hast mir doch erzählt, dass du kurz vor dem Boss standst. Jo. Ich sage nochmal Bestätigung, weil ich es in dem Stream gesehen habe, dass nach der Tür der Boss kam. Okay. Es sah halt nur aus wie ein Bossraum, ich wusste nicht hundertprozentig, ob es der Boss war. Pass auf, dass du das Wasser nicht anbuddelst. Ist der Wasser? Also, boah, jetzt ist der da. Ein bisschen oben. Hier in der Mitte mache ich mal feste Blöcke rein, damit wir die Herzlaterne aufhängen können. Und ach, du hattest Fackeln dabei, gell? Ja. Gib mir mal 3 Stück, braucht man glaube ich für ein Lagerfeuer. Habe ich noch Bombenfische dabei? Ne, okay. Dann mache ich mal 2 Herzen kaputt, mache hier die eine Seite dicht und sobald wir fertig sind, mache ich das dritte Herz kaputt.
Ja. So, Hammer. Oh, nice. Was? Hat die Knarre bekommen. Okay. Man bekommt ja beim ersten Mal immer die Pistole. Okay. Aber die ist tödlich mit der Verzauberung. Also die hat die Verzauberung Deathly. Nice. Hier sind direkt 3 Herzen sogar. Echt? Ja. Dann mache ich hier unten zu. Und mache das dritte Herz auch auf der Seite kaputt. Oder wie viele Herzen sind unten? Vielleicht können wir... 2... Oh, schade, es sind nur 2 Herzen hier unten. Jetzt hätte ich gesagt, vielleicht können wir das Elfgotur 2-mal bekämpfen. So, ich glaube, das müsste ausreichen. Dann noch den Block wegmachen. Und den Block wegmachen. Dass man nicht unbedingt tanken bleibt. Komm, nerv nicht. Hier wäre ich ganz geil, um die Geschenke zu farmen, wenn hier so viele Viecher kommen. Ja. So, das hier mache ich noch weg. So. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Ich muss noch 2 Herzen zerstören. Okay. Baue das hier sauber ab, damit ich gut rausrennen kann. Das spawnt er nämlich direkt hier. Kannst ja helfen, oder? Komm du mal und bau das hier ab, damit man hier gut durchrennen kann. Ich grab mich schon mal weiter zum nächsten. Genau, und... wenn ihr noch keine geschmolzene Pickaxe oder den Hai habt, dann könnt ihr die mit Bomben freisprengen. Ein Kaputtmann reicht ein Holzhammer, aber ihr braucht halt einen Hammer. Ja. Wenn 2 von den Herzen zerstört sind, können Meteoriten spawnen. Wenn das Dreh zerstört wird, spawnt sofort der Boss. Was habe ich bekommen? Ach, diese... 18 Schaden, naja. Hast du zufällig noch Bomben dabei? Nein. Nee, geht's nicht. Und da hinten direkt die nächste Corruption? Kann das sein? Weil hier ist Schnee. Und da hinten ist wieder ein Herz. Das kann gut sein. Food hast du noch dabei, oder? Ja. Ja, da ist die nächste Corruption. Egal. Hauptsache 3 Herzen. Komm schon. Okay, der Stein dauert sogar mit dem Waver Shark so mega lang. Okay. Ich geh mich auch Position stellen. Okay. Sag's, wenn ich kann. Ja, ich bin da. Okay, dann... Potz habe ich da. Da, wo ist mein Hammer? Hier ist der Hammer. Boomstick kommt hier hin. Gut. Also, ich bin bereit. Potz. Genau, bin auch bereit. Und was kommt? Okay. Oh, das Crimson Herd. Aua, lass mich in Ruhe. Hier, friss die Granate. So, jetzt kommt der Boomstick. Bam! Alter.
Okay, der Boomstick plus die Wichte. Ja. Alter, das ist schon gleich tot, das kann ja gar nichts. Nö. Also so, was das macht. Ah, tot. Alter! Was? Okay, wir sind aber mal wieder ein bisschen leicht overgeared mit dem Höllenzeug. Was macht das, nee, confuse, Enemies, das Tor an zum Gegner verwirren. Hm. Ich will die da unten noch kaputt machen, weil vielleicht kommt mir diese... Mach. Ding. Die Wolke. Weißt du, was ich meine? Nein. Ich hab mein Jojo gar nicht benutzt, fällt mir gerade auf. Nur den Boomstick. Und den Bogen danach. Du kannst doch nicht kaputt machen, weil der Altar da ist. Ach, schon wieder die Lanze. Du musst hier von der Seite rein, bitte. Ah, da. Hey, ist da noch ein drittes Herz? Wir können vielleicht nochmal gegen das Elf Cthulhu kämpfen. Da unten läuft etwas rot. Die Frage, ist es Herz oder Altar? Ich sehe es noch nicht. Ist es ein Herz? Okay, nice. Sollen wir nochmal gegen das Ei kämpfen? Jo, so schwer ich war das jetzt nicht, ne? Okay, dann... warte, ich geb dir mal das Holz. Bau mal... Oh, Plattform, dass man gut hochkommt. Ich mach aber... Ja, das falsche Holz. Ich muss es noch mal... erst das hier unten kaputt. Weil du musst nicht so weit mit dem Boss im Ausschwung rennen. Was? Ich mache erst das untere Herz kaputt und danach das obere, damit der Boss spawnt, wenn ich das obere kaputt mache. Ja. Oh, ich esse echt gern Bomben dabei. Ja. Und so viel brauche ich gar nicht. Ich brauche nur, dass ich halt mit dem Hook... Ja, meine ich, ja. Brauchst nicht mehr Potions eigentlich für den Boss. Nö. Ich würde sagen, der Eater of Worlds ist nicht schwer, aber ich finde den sogar schwerer als Elf Cthulhu. Wieder die Lanze. Hier ist dreimal die Schusslanze. Also so müsste es an sich kehren. Ein bisschen breiter machen und gut ist. Alter, wie soll das bitte treffen? Ja, ich muss es halt noch ein bisschen breiter passt. Machen. Passt schon. Ja, ich mach's nur ein bisschen breiter. Lanze verfehlen sollst du es aber noch triffst. Okay, ich mach mich wieder hoch. Okay. Boss kommt. Oh, die Crimson wird bekommen. Boomstick. Ich mag die Shotgun. Ja. Ja, geh mir auf den Sack. Ich seh's nicht, bleib hier. So. Easy. Schade, wieder keine Trophäe. Na gut, jetzt bleibt echt nur noch Skeleton. Mhm. Wir haben ja eigentlich alles, was wir... Sollen wir direkt zu Skeleton gehen?
Inventar leer machen. Ja. Wir sind gerade da, deswegen. Ja, aber ich habe volles Inventar. Sag mir ein paar Sachen. Ja, da warte, ich tue so ein Piggy rein, geht auch. Hast du? Ja doch, Tränke haben wir noch. Ja, stimmt, wir haben euch alles. Ja, deswegen machen wir den dann schnell kaputt. Das hier... Wo ist... Ja doch, Skeleton ist eigentlich auch total easy. Das macht... Nimm du dann die für den Kampf. Die macht bei dir nämlich mehr Schaden. 12. Macht die. 12? Okay, dann nehme ich sie beim Nordsee-13. Warum macht die mehr Schaden? Das war mit der Nimbus-Wort genauso. Die hat auch mehr Schaden gemacht bei mir als bei dir. Mhm. Die Bienen machen bei mir auch nur 8, nur 9. Ja, die machen nur 9 Schaden. Aber dafür sind es halt mega viele und guck mal, wie die da drauf abgehen. Ja. Jetzt genauso mit dem Mini-Hai, der macht auch nur, wie viel Schaden macht der? 6 Schaden, aber der schießt halt mega schnell, das macht bei dem den Schaden aus. Vor allem wenn du halt denkst, die Kugeln ja nochmal extra den Schaden. Jetzt würde ich auch gerne den Meteor-Staff haben. Ja, dafür müssen wir in Hardmod gehen. Und mindestens einen mechanischen Boss töten, glaube ich. Aber Meteor kann man ja runterkommen. Hm, kannst du Meteor-Rüstung machen oder geht die auch erst noch ab Hardmod? Ne, ne, die kannst du runtermachen, sobald der Meteor gelandet ist. Okay. Warum den Meteor-Staff nicht? Weil du dafür Materialien von einem Hardmod-Boss brauchst. Okay. Du brauchst die Seele der Einsicht? Ne, Einsicht war Optik-Staff. Ich weiß nicht, irgendeine Seele brauchst du dafür. Oh ne, ich bin schon wieder hier. Ach nö. Hm? Ich komme hier nicht raus. Warum nicht? Ich war schon vorhin hier gefangen, wo ich... Dann grab dich raus. Du hast die stärkste Spitzachse vor Hauptmord. Na, okay, das ist... Okay, es ist gerade Nacht zu Ende. Das heißt, wir können den Tag nutzen, um die Arena zu bauen. Alter! Ah, mein Gott! Dann ist ein Noob. Ich kann nichts dafür, wenn ich mich gerade rausbaue und die kommen gerade mir entgegen. Hier ist nur eine Wüste, das ist gut. Bei mir ist alles ein doofer Zufall, mehr ist es nicht. Doofer Zufall oder eigene Dummheit? Das ist hier die Frage. Doofer Zufall. Man, geh mir nicht auf den Sack, wenn ich am Buddeln bin. Und nochmal eine Wüste, krass, Alter. Wie viele Wüsten sind hier? Ja, es sind ein paar Wüsten unterwegs. Das ist gut, haben zumindest keine Sandprobleme. Oh, die sind direkt neben dem Dungeon. Hm. Oh, da ist eine Watercannon. Warum hast du keine Watercannon mitgenommen? Was? Oh, ich... Eine Water, ich geh's mal... Watercannon. Ich geh's mal runter, guck, ob du wirklich... Also, du hast alle Bücher abgebaut, gell? Ich glaube schon, ja. Krass, wenn ich die Runde gucke, ob du wirklich keinen Waterball gefunden hast oder ob einfach nur gesehen hast. Nee, ich habe an sich alle Dings abgebaut. So, bist du noch bei der Corruption? Ja. Geh nochmal zurück und hol die Herzantenne. Ja. Von mir ist auch das Lagerfeuer, aber die Herzantenne ist wichtig. Wenn ich nicht von der anderen Seite jetzt ins Loch falle. Du hast das ganze Holz, ich kann die Arena nicht bauen. Ja, ich bin auf dem Weg. Autsch. Das geht mega steil runter, gell? Mhm. Das sind aber ziemlich viele Arterien, das ist ganz gut nachher. Für Hardmod. Ja, wir können ja theoretisch alle Arterien zerstören, wir haben ja einen bei uns in der Base. Ja. So, ich hab alles. Wieder zu weiß. Das ist ja die Frage, ob es so schlau ist, alle Altäre zu zerstören. Was machen die Altäre nochmal? Ah ja, verschiedene Ärzte, ne? Sie geben Ärzte, ja, aber für jeden Altar, den du zerstörst, verbreitet sich Corruption ein Stück weiter. Ah ja. Also das war ja mit... Ah ja, ich kann mich auch noch erinnern. Corruption und, Dings. Und Holly.